Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns zusammen den H&M Adventskalender an. Das ist dieses wunderschöne Schätzelein. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch dieses Jahr hat A&M. H&M mal wieder einen Adventskalender rausgehauen. Selbstverständlich befindet sich hier keine Kleidung, sondern Beauty drin. Und zwar Make-up. 24 Make-up-Produkte. Ich erwarte hier drin tatsächlich ganz viele Monolidschatten. Das ist erfahrungsgemäß leider so. Und Lippenprodukte. Aber wir gucken einfach mal zusammen rein. Vielleicht überrascht mich ja dieser Adventskalender. Und da sind dann doch etwas andere Produkte drin als in den letzten Jahren. 29,99 € hat das Schätzelein gekostet und ich bin sehr gespannt. Aufgeklappt sieht er wirklich alles andere als weihnachtlich aus, ne? Es ist halt einfach so ein Kalender, der Mädchen schreit, also dieses Pink halt einfach. Und ja, wir starten. Mit der Nummer 1. Und da habe ich jetzt, ich glaube, ein Lipgloss drin. 2 ml von einem Lipgloss. Ja, da haben wir einen kleinen Lipgloss mit so Sparkles drin enthalten, die dann wahrscheinlich auch so als Topper sehr gut geeignet sind, ne? Und dass man halt so ein bisschen dieses Bläuliche auf den Lippen hat. Dadurch wirken die Zähne immer etwas weißer. In der Nummer 2 haben wir einen Lidschatten mit 1,4 Gramm drin. Das ist so ein Silbertönchen. Genau, so schaut der einfach mal aus. Auch das ist ein Produkt, was wir jetzt alle erwartet hätten, weil das auch schon in den Jahren vorher eigentlich immer drin war. Ich finde den etwas zu grob. Also wir haben hier sehr, sehr grobe Flakes drin. Das heißt, es wird dann im Laufe des Abends runterrieseln. Leise rieselt nicht der Schnee, sondern der Lidschatten dann auf das Gesicht. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Deswegen solche Produkte am besten mit einem Glitter-Glue verwenden, zum Beispiel von NYX. Auch die Nummer 3 ist mit dabei und da haben wir so eine kleine Mini-Nagelfeile. Ich roaste keine Nagelfeilen mehr. Gerade weil der Adventskalender ja ein 30 € Adventskalender ist, finde ich das vollkommen in Ordnung, dass die mit drin ist. Da sind Herzchen mit drauf. Ich finde Nagelfeilen auch einfach sinnvoll, praktisch, man braucht sie. Und deswegen ist es okay, wenn dann mal eine dabei ist und der Adventskalender jetzt nicht übermäßig teuer ist. Hier haben wir die Nummer 4. Mutig, mutig. Hier haben wir ein Lippenprodukt drin und zwar einen Lippenstift. Lipstick mit 1,3 Gramm Alto Belly, also sehr, sehr dunkel. Ich finde es ganz interessant, die H&M Lippen, Make-up-Produkte sind immer relativ hochpreisig, aber jetzt gerade diese Adventskalender-Produkte fühlen sich so billomäßig an. Also das ist so ein richtig dunkler Weinrot oder Pflaumeton. Ist schon schön, ist nicht dieses klassische Rot, ne? Ist aber auch wiederum mutig, weil das ja eigentlich eher ein Adventskalender ist, der für Jüngere ist, aber man kann sich ja mal ein bisschen ausprobieren. Im 5. Kläppchen, am 5. Dezember, haben wir ein Produkt drin, was wir, glaube ich, letztes Jahr auch zweimal drin hatten. Ein Lipgloss-Roller mit 2 Millilitern. Das ist dieser hier. Ich mag sowas ganz gerne, ne? Vor allem, wenn das mit Pflege auch mit dabei ist, dann kann man das unterwegs halt auch schön verwenden. Erinnert jetzt gerade übrigens von der Verpackung her mega an Pixi bei Petra, weil die doch immer dieses Mintgrün haben und dann rosa passt irgendwie. Ja, ihr wisst, ne? Das ist echt crazy. Okay, der ist jetzt sehr, sehr krass zu. Ich möchte euch gerne die Rolle zeigen da oben. Ja, ne? Genau. Kann man machen. Ist eine schöne Kiste. Kann man so zwischendurch verwenden und auch so auftragen, wenn man unterwegs ist. An Nikolaus, der Nummer 6, erwartet uns ein Augenbrauengel. Sowas finde ich schon wieder schön, weil es mal was anderes ist. 2,3 Gramm sind hier drin enthalten. Kann man sich auf jeden Fall auch so in die ins Reisetäschchen oder so auch super mit reinpacken, glaube ich, ne? Weil so eine kleine Geschichte passt definitiv. Und ja, auch eine schöne Geschichte, um das mal auszuprobieren. Ich meine, dass ich das letztes Jahr auch drin hatte und ausprobiert habe und mir das leider nicht haltend genug war, wenn ich mich richtig erinnere jetzt gerade. Auch in der Nummer 7 wird mit der Kläppchengröße nicht übertrieben und hier ist ein Eyeliner drin. Der ist schon wieder cool. Also auch das ist ein Produkt, was wir eigentlich jedes Jahr drin haben, ne? Das ist so ein silberner mit 2,3 Gramm und das ist mit so einem Pinselchen, also so ein Dip-Eyeliner ist das, ne? Und das ist ein schöner, schimmernder, silberner Eyeliner. Damit kann man halt wirklich den Look so ein bisschen auf eine andere Ebene heben. Da könnte ich jetzt zum Beispiel, weil ich habe jetzt hier auch einen schönen Schimmerton auf meinem Augenlid, ne? Könnte ich zum Beispiel sogar über den Schimmerton drüber gehen, um den noch zu intensivieren. Oder ich ziehe mir hier so eine Linie, um dann quasi so ein parallel zu meinem Eyeliner Liner zu machen. Das macht Like a Daisy in Spring ja auch sehr, sehr gerne immer. Also an und für sich schön.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, und das macht sie auf jeden Fall mit einer speziellen Farbe. Das ist ein Lipgloss. Eine Farbbezeichnung steht jetzt hier leider nicht mit dabei. 2 Milliliter haben wir hier drin, aber die Farbe mag ich gerne leiden, weil das ist ein schönes Erdbeerrot, was aber auch noch so Sparkles mit drin hat. Also den finde ich per se ganz hübsch, ne? Den könnte ich mir auch für mich einfach so im Alltag vorstellen. Also wirklich ein schöner, beeriger Ton, aber ich würde sagen, wirklich so erdbeermäßig, als hätte ich gerade eine ganze Schale Erdbeeren genascht und dann noch Glitzer über die Lippen gemacht. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Face Primer freuen. Das finde ich schön. Da haben wir 5 Milliliter drin. Es wäre jetzt nett gewesen, wenn hier irgendwo beigestanden hätte, was dieser Face Primer macht. Ob er hydratisiert, ob er blurrt, also was er tatsächlich dann machen soll. Ne? Denn das ist jetzt sehr grob gesprochen mit Face Primer. Punkt. Wow, in der Nummer 10 darf es wieder mit einem Lidschatten weitergehen, auch wieder 1,4 Gramm, und das ist eine spektakuläre Farbe. Das ist so ein richtiger Topperton. Den kann man sich dann drüber machen und dann definitiv aber mit Glitterglue fixieren, ne? Weil ich sehe das jetzt schon, wie heftig der ist. Aber schön, ich mag dieses Pink zusammen mit diesem blauen Sparkly und so, ne? Also ich werde die Lidschatten natürlich nicht swatchen, weil die wandern weiter. Aber das ist ein ganz, ganz toller Ton, muss ich wirklich sagen. Der erinnert mich jetzt gerade tatsächlich an die Kollektion von Marvin, die er hier rausgebracht hat, ne? Die Lidschattenpalette habe ich mir übrigens auch bestellt. Mega, mega. Cool. Die 11 ist die erste Schnapszahl und die enthält 5,5 Gramm von einem Highlighter. Das ist so ein schöner Stick-Highlighter. Und ich hatte tatsächlich auch letztes und vorletztes Jahr so ein Produkt schon drin. Und für mich ist der halt nicht zu, also ist es nicht so passend für mich persönlich, ne? Aber es ist drin. Es ist irgendwie cool. Wir haben noch keinen Highlighter jetzt im Adventskalender gerade hier drin gehabt, ne? Und Stick-Highlighter sind halt auch voll in, immer noch. Jo, warum eigentlich nicht? Zur Halbzeit erwartet uns in der Nummer 12 wieder ein Lippy. Und zwar ein Lipstick mit 1,3 Gramm. Auch das ist eine Farbe, die ich persönlich schön finde. Und wo ich sage, Mensch, da haben wir jetzt nicht 50 Shades of Red in dem Adventskalender, sondern das ist ein wirklich schöner Move-Ton. Der kann was, ne? Der kann wirklich was. Auch in der Nummer 13 haben wir ein Lippenprodukt und hier haben wir auch wieder ein Lipgloss drin, so ein Glossroller, Lipglossroller. 2 Milliliter sind hier drin enthalten. Eben hatten wir ja einen Ton, der eher so ins Rosane ging, und der hier geht jetzt eher ins Pfirsichfarben. Ne? Da ist immer die Frage, was möchte man einfach gerne gerade tragen oder was passt einfach besser zu der eigenen Lippenfarbe, zum eigenen Ton, und deswegen haben wir da 2 Stück wahrscheinlich deswegen von drin. Auf die Nummer 14 habe ich mich ganz besonders gefreut, weil die so groß war. Hier haben wir einen Pinsel drin. Das ist ein Smudger-Pinsel. Ja, qualitativ sind wir im sehr günstigen Bereich unterwegs, würde ich mal so sagen. Das ist ein guter Pinsel, den du nehmen kannst, um Lidschatten feucht aufzutragen oder um deine Lidschatten-Base auch vorher aufzutragen tatsächlich, ne, um das Ganze sticky zu haben. Aber an und für sich ist es ein sehr günstiges Füllprodukt, leider. Auch in der Nummer 15 haben wir wieder so einen Glitter-Eyeliner mit 2,3 Gramm. Das ist auch ein ganz interessanter Ton, denn das ist ein ganz heller Ton. Also den würde ich jetzt wirklich weniger als Eyeliner, sondern mehr so als Topper verwenden, ne? Und der hat halt so Sparkles mit drin, die so blau sind und rosa, in allen möglichen Farben. Und ich kann mir mega gut vorstellen, dass dieser Eyeliner in Kombi mit diesem Lidschatten mega wird. Also Wahnsinn. Definitiv girly-pearly schreit das Ding, ne? Sehr kitschig. Aber ich mag den irgendwie gerne leiden. In der Nummer 16 haben wir einen Lipgloss drin enthalten mit 2 Millilitern. Der ähnlich ist wie der Erdbeer-Lipgloss, aber noch ein bisschen mehr ins Holographische und deutlich mehr ins Pinkstichige. Das ist schon richtig krass, ne? Das sind so richtig Bonbon-Lippen, wenn man sich den drauf macht. Gewagt, aber irgendwie cool. In der Nummer 17 haben wir dann den Lidschatten mit 1,4 Gramm, der so ziemlich genau auch die Farbe hat, den wir eben beim Eyeliner hatten. Also richtig, richtig flaky und snowy und holy, holy moly kapoli. Ja, genau. Und
So schaut es aus. Also auch das ist halt wirklich einer, der recht lose unterwegs ist. Also auch da wirklich drauf achten, den dann mit einem Glitterglue aufzutragen, sonst hast du ein Problemchen, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Dort erwartet uns ein Blush-Stick. Und zwar 5,5 Gramm. Jo, ne? Auch das ist, also ich sag mal so, für einen Adventskalender ist es recht gut, wenn die halt diese Sticks reinpacken, weil da nichts kaputt gehen kann. Ne? Da kann sich kein Fännchen lösen, da kann nichts bröseln oder so. Und meistens sind diese Sticks halt auch immer ein bisschen natürlicher auf der Haut. Wobei Natürlichkeit bei diesem Adventskalender, glaube ich, nicht ganz so groß geschrieben wird. Aber ja, die Farbe gefällt mir auch weitestgehend, ne? So schaut sie aus, ist sehr frisch, sehr frühlingshaft. Schon, cool. Am 19. Dezember geht es mit einem Lippenstift weiter. Und da haben wir auch wieder 1,3 Gramm drin enthalten. Das ist so ein Pearly Shine Lippenstift. Also der wirklich recht hell und natürlich ausschaut von der Farbe her. Aber, nee, nicht natürlich. Recht hell aussieht. Und mega holographisch. Oh mein Gott, das ist krass. Das ist richtig krass. Da muss man aufpassen, dass es nicht aussieht, als hätte man mega gelbe Zähne. Weil das ist so ein richtiger, spaciger 2000er Lippenstift. Also sowas hatte ich damals, glaube ich, in der Jam Bravo oder Mädchen mal so als Beigabe mit dabei. Krass. Das haut mich gerade um die Farbe. Das ist schockierend. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Wir haben hier noch so ein Rollvieh. Und zwar ein Lipgloss Roller mit 2 Millilitern. Das ist halt eher so in die rötliche Richtung, als hätte man quasi ganz viele Kirschen gegessen. Also haben wir einen, der etwas rosastichig ist, einer, der peachy ist, einer, der richtig schön rot ist. Reicht jetzt auch mit diesen Rollviechern oder so gern man sie mag, aber da braucht man jetzt nicht irgendwie in allen möglichen Farben und Variationen die einzelnen von haben. In der Nummer 21 haben wir einen Eyeliner drin, wieder. Und das ist, müssten dann auch wieder diese 2,3 Gramm sein. Von der Farbe ist es so ein altrosa Schimmer. Das kann ich mir dann wirklich als Eyeliner vorstellen, ne? Weil er halt so dunkel auch ist. Jo. Und es wird immer krasser. Jetzt habe ich die zweite Schnapszahl, die Nummer 22. 2 Milliliter von einem Lipgloss. Und das ist halt so richtig pinky, flinky, holy capoli. Shimmery, Pimmery, ihr seht, was ich meine. Es ist wirklich krass, ne? Richtig krass. Richtig, richtig krass. Also, wow. Jetzt wird's mutig. Oh, die Nummer 23 enthält ein Produkt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Darüber freue ich mich. So ein Haarband. Sowas mag ich gerne leiden, ne? Genau, kannst du dann hier mit Gummizug und so bist du unterwegs. Hast du schön flauschi, hast du schön rosa. Das ist gut. Trommelwirbel, Heiligabend. Die Nummer 24. Ist ein Monolidschatten. Und zwar fehlte uns ja natürlich noch ein goldener Ton. 1,4 Gramm. Jo, das ist halt auch ein Gold. Okay. Aber ganz ehrlich, hatten wir nicht dieses Gold und dieses Silber schon in den ganzen Jahren vorher auch immer mit drin? Es ist schon schwierig, ne? Also, sollte man letztes Jahr den H&M Adventskalender bekommen haben und gesagt haben, boah, geiler Inhalt, gefällt mir richtig gut. Macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn, den jetzt dieses Jahr sich nochmal zu wünschen, weil ja im Prinzip der gleiche Inhalt nochmal drin ist. Ein paar Variationen haben wir mit dabei. Okay, beschwere ich mich nicht. Wir haben Blush und Highlighter drin enthalten. Wir haben Pinsel, wir haben Lippenprodukte und was. Wir haben ein paar Lidschatten, ein bisschen was für die Augenbrauen, einen ominösen Face Primer. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass der Adventskalender wirklich mit... Also der Wert wird hoch sein, weil die Make-up-Produkte von H&M sind halt hochpreisig. Ne? Ich habe das jetzt ja auch runtergerechnet und so. Aber ich glaube, dass der Adventskalender es theoretisch nicht wert wäre. Das ist halt eher so für, wenn du da ein Mädel schenken möchtest oder einem Jungen, wo das Kind sich so ein bisschen austesten möchte und ein bisschen sowas, ne, wo einfach mal so zum Rumprobieren und Rumspielen. Ja, okay. Aber da würde ich dann vielleicht doch eher den Essence-Adventskalender nehmen. Nur mal so, ne? Aber gut, das war es jetzt hier von dem H&M Adventskalender aus dem Jahre 2022. Ich habe letztes Jahr gesagt, den kaufe ich mir nicht nochmal. Ich habe vorletztes Jahr gesagt, den kaufe ich mir nicht nochmal. Was hat sie gemacht? Sie hat ihn nochmal gekauft. Immerhin ist mittlerweile die Qualität des Adventskalenders ein bisschen besser, weil er nicht komplett zerfleddert ist. Ne? Das ist halt wirklich lobenswert. Dieses Haarband ist jetzt auch irgendwie so noch ein Quantensprung, aber ansonsten, naja.
Ist das eher so lala? Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!